der ganzen Welt, auf jedem Kontinent, in 1300 Städten am heutigen Tag, gehen die Leute auf die Straße für eine Zukunft, für unseren Planeten. Und genau wie alle setzen auch Meereszeichen und sind auch heute auch in der kleinen Stadt Solothurn auf der Straße. Und fordern Systemwandel, fordern Änderungen von unserer Politik, von unserer Wirtschaft, dass wir in Zukunft haben und dass wir auch, wenn wir erwachsen sind, noch einen Planeten haben, wo wir das Wasser trinken und die Luft schnaufen. Darum sind wir heute hier. Wem sind die Zukunft? Wir sind die Zukunft! Wem sind die Zukunft? Wir sind die Zukunft! Wem sind die Zukunft? Ich komme hier aus Solothurn, ich gehe an die Kanti hier und ich bin 17. Ich bin Anna Eckli, ich komme auch hier aus Raum Solothurn, ich gehe in die Kanti und bin 18. Und ich glaube daran, dass eine bessere Welt möglich ist. Die Bestimmung für mich ist, dass ich auch etwas zu sagen habe und dass man nicht einfach in Massen verschwindet, sondern das, was ich gesagt habe, wirklich auch auf Ohren stösst, die zulassen und dann auch etwas daraus machen. Ich finde auch, dass Mitbestimmung nicht nur einzelne Personen sollten mitbestimmen, sondern die grosse ganze Masse und vor allem auch mehr als junge grosse Masse etwas zu sagen haben. Also für mich ist es etwas mega Offensichtliches, hier mitzumachen, weil ich meine, ich will auf dieser Welt leben, ich habe die Welt mega gerne und ich finde es mega schade, dass wir sie kaputt machen und ich verstehe nicht die, die nicht mitmachen, weil der Klimastreik ist, der Klimawandel ist eine Sache, die existiert und das weiss man mittlerweile. Und darum muss man dagegen vorgehen, das ist für mich gar keine Frage mehr. Ja, und wir sind auch hier die letzte Generation, die wirklich etwas erreichen kann. Und wenn wir nichts machen, dann wird die Welt effektiv untergehen. Und ich glaube, das will niemand von uns. Weil so einen schönen Ort, den wir hier haben, ich weiss nicht, ob es den irgendjemand in unserem Universum noch gibt. Also die Jungen, die sich noch nicht interessieren oder nicht interessieren und es vielleicht blöd finden, denen rate ich halt einfach, dass sie sich mal mit den Fakten vertraut sollen machen, was es eigentlich heisst, Klimawandel, und was das für Folgen wird haben, auch für sie, weil es schlussendlich betrifft jeden. Und vielleicht, ich hoffe es, wird dann ihre Meinung auch geändert. Also ich finde es immer wieder mega schön, wenn es auch alte Leute der Klimademos gibt. Also wirklich, man kann mal sagen, ja klar, es ist jetzt eine jugendliche Bewegung, aber es heisst nicht, dass niemand, also das, es ist wirklich generationenübergreifend, alle dürfen kommen. Und jedes Mal, wenn mich wieder ein grosses Anspruch, dass es das cool finden, dass wir das machen, berührt mich das im Herz fast noch mehr, weil für uns ist das so, die haben ihr Leben schon absolviert, das heißt, wenn die sagen, dass es etwas Gutes ist, dann muss es fast etwas Gutes sein. Also es gibt halt viele, die sagen, ja, Klimastreik, der bringt es gar nichts, die Schüler gehen dort nur, weil sie können schwänzen und so weiter. Da muss ich sagen, nein, weil ich habe jetzt meinen Mittag geopfert für das und ich habe in dem Sinne nicht geschwänzt und ich habe auch keine Vorteile, wenn ich jetzt hier komme. Also ich mache es wirklich für mich, für uns und für die Welt. Ja, wir sollen nicht glauben, dass es nichts bringt, weil jeder Moment, wo du etwas für die Natur machst, bringt etwas. Und das hilft einfach schon weiter. Das ist auch sehr wichtig, dass du das machst. Ja. System change, not climate change. Das ist alles, was man sagen kann. Definitiv.